Vor dem Spiel bin ich als erstes in die Kabine der Argentinier und habe sie darauf aufmerksam gemacht, nicht in Deutsch und nicht in Spanisch, aber in englischer Sprache habe ich darauf aufmerksam gemacht, ich will ein faires und gutes Spiel leiten. Und da sollen Sie mir dabei helfen, habe ich bei den Argentiniern gesagt. Die Engländer, bin ich auch lieber, habe genau das Gleiche gesagt. Und somit hatte ich ja praktisch schon vorher gewarnt. Mhm. Ich habe aber also vorher schon die Voraussetzungen gesetzt. Aber das dauerte nur 7 Minuten, wo der Steils gefoult worden ist, worauf ich auf einen argentinischen Spieler zuging und sage, er ist somit ermahnt, er soll daran denken, was ich in der Kabine gesagt habe. Aber wenn er mir auch in Englisch Klar, in Englisch verstanden hat, es vielleicht, oder ich nicht, ich weiß es nicht. Aber man hat ja gemerkt, ich mache etwas. Und der Ratin hat geglaubt, bei jeder Entscheidung kann er mit mir diskutieren, weil er ja der Kapitän ist. Vergaß aber, oder hat er das noch nie gehört, dass seine Aufgabe eine ganz andere ist. Eine ganz andere ist es, dass er versucht hat, seine Spiele in die Ordnung zu rufen. Das ist die Kapitänsaufgabe. Und das hat er nicht gemacht. Und dann hat er, ich habe einmal, hat er auch ein Foul gemacht, worauf ich ihn, bin zu ihm hin und habe ihm gesagt, please, fair play. Das war eine Ermahnung. Und dann hat er aber schon wieder irgendetwas gesagt, was ich nicht verstanden habe. Und es ging immer weiter und kam, normalerweise ist er auch für sich das Spiel gut gelaufen, bis dann die 37. Minute gekommen ist. Da ist ein Angriff der Engländer. Und die unmittelbar vor dem Strafraum macht ein Spieler von der Argentinier einen Foul. Ein normales Foul, aber nicht fair. Und bin zu dem hin. Und hab ihn verwandelt und gesagt, once more in the golf, zu ihm. Also wenn es noch einmal macht, dann muss er gehen. Also, der Freistoß, der lag unmittelbar ganz kurz vor der Strafraumlinie. Und ich habe die Schritte nicht abgemessen, sondern habe festgelegt, 5 Meter Raum ungefähr, dort sind es jetzt 9,15 Meter. Und wo ich das gemacht habe, macht der Ratin auch seine Schritte. Und das bin ich sofort auf ihm zu. Und habe gesagt, please go on. Dann ist er gegangen und hat aber während dass er laufen muss, hat er mich in allen Medien laut und lauten Tontönen irgendetwas gesagt, was ich nicht verstanden habe. Ich habe bloß wieder darauf hingewiesen, please, fair play. Das war immer mein Ausdruck. Und der Ratin ist wieder auf mich zugegangen und hat also bepappelt, was ich nicht verstanden habe. Und dann habe ich gesagt, go on. Und in dem Moment, wo ich zum Ball gucke, und den Freistoß freigib und der Ball geht neben der Eckfahne, sehe ich, wie der Ratin an mir vorbeiläuft. Ich habe immer noch zum Tor geguckt und er winkt mit beiden Händen eine unsportliche Haltung ein. Und daraufhin war für mich der Zeitpunkt, es muss er gehen. Und bin auf ihn zu und habe gesagt, end, no, go, off. Und damit war er... Dann ist er ein bisschen Theater gewesen, und er war der Interpreter.
Da war Theater gewesen, aber ich glaube, mich aus dieser, aus dem Gnäuel habe ich mich weg, habe gesagt, er muss gehen. Mhm. Und es hat eine ganze Weile gedauert. Das Spiel ist unterbrochen gewesen und das hat keine Anstalten gemacht, das zu gehen. Und dann kam der Ken Aston wieder, weil das Spiel ist ja unterbrochen gewesen. Und dann hat es 7 Minuten gedauert, bis er endlich von überzeugt, nicht, aber durch den Druck der Polizei und durch den Druck von Ordnungsleuten, ist er dann wohl oder übel gegangen und hat noch einmal schön, schön laut gebrüllt. Damit war die Sache geschaut. Jetzt konnten eigentlich die Mannschaft der Argentinier, die konnten ja die Hauptspiele, haben einen guten Fußball gespielt nachher. Nachher habe ich gedacht, jetzt können sie doch auch gut Fußball spielen. Ist jetzt der Schweihals noch nicht mehr dabei? Macht es so viel aus? Konnten sie praktisch befreiter aufstehen? Ja. Das Spiel ist ganz gut gelaufen. Wir hätten sogar schöne Chancen gehabt. Nur ein Tor zu machen. Aber das Tor machten ja dann die Engländer. Ja. Der Hurst hat dann das 1:0 gemacht. Ja, und dann die Engländer, ja. Sind dann weitergekommen. Ja, so war das Spiel. Der Assistent vom Trainer, der hat ja versucht, beim Abgang von mir in die Kabine, meine Backjacke weg runterzureißen, woran die Bobbys sofort bei mir gewesen sind und haben da die davon getrennt, das heißt, dass noch Schlimmeres passiert ist. Es war für mich natürlich auch nicht einfach, jetzt nach dem Spiel wieder die richtigen Worte zu finden und mich so von diesen Strapazen zu erholen. Am anderen Tag, also der Ken Aston ist ja der dabei gewesen, der mich dann noch in die Kabine mitgeleitet hat. Ken Aston ist mein Betreuer gewesen von der FIFA aus. Und am anderen Tag, wo ich in Kensington Hotel, wo ich dann den Ken Aston wieder erwartet habe, nachdem er wieder nachts hat er zu Hause geschlafen, kam er zurück und sagte: Rudolf, ich habe gestern, meine Frau hat geschimpft und hat gesagt, es ist unwahrscheinlich, so lang hast du gebraucht, bis du endlich nach Hause gekommen bist. Und da hat er gesagt, ich bin ja die meiste Zeit bin ich ja gestanden. Die Ampeln schalteten ja gelb und wieder rot. Schon wieder musste ich warten. Und es ging so hin die 27 Kilometer, bis ich nach Hause kam. Wo mir jetzt das gesagt hat, mit dem gelb-rot, habe ich gesagt, ja sag mal, Ken, das wäre doch die Idee, dass wir das in der Regel unterbringen, gelb-rot mit Karten zu bestrafen. Und da sagte, das ist doch die Idee, Rudolf. Das werde ich heute Abend in der Sitzung mit dem FIFA-Präsidenten, Sir Sternley, sofort erzählen. Wie und was du gemeint hast. Und von dem, wie er das geehrt hat, hat er gesagt, das ist die Idee und ist sofort genehmigt worden und man hat bestimmt, bei der nächsten Weltmeisterschaft wird die rote und die gelbe Karte eingeführt. So wie viel schätzt. Vielen Dank, Rudolf. Jetzt wissen wir, wie die gelbe und rote Karte eingeführt wurde. Vielen Dank.